Hallo, heute gibt es ein neues Rezeptvideo von mir und zwar stelle ich eine Biskuitrolle her mit einer leckeren Cappuccino-Creme. Und ja, es hört sich alles viel komplizierter an, wie es ist, denn es ist total einfach, eine Biskuitrolle zu backen. Man braucht nicht viele Zutaten und das ist die perfekte Alternative, falls man keine Zeit oder Lust hat, eine Torte zu backen. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zusehen! Und das sind die Zutaten für den Biskuit: 100 Gramm Mehl, 80 Gramm Zucker, 4 Eier, 1 Teelöffel Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker und eine Prise Salz. Zuerst werden die Eier mit der Prise Salz, den Zucker sowie den Vanillezucker schäumig gerührt. Und das dauert schon seine Zeit. Bei mir hat es ca. 10 Minuten gedauert, bis eine schöne, feine, cremige Masse entstanden ist. Das Backpulver mische ich unter das Mehl und hebe es vorsichtig unter die Eimasse. Und jetzt verteile ich den Teig in ein Backblech, das ich vorher mit Backpapier ausgelegt habe. Den Teig versuche ich jetzt so gut es geht glatt zu streichen, damit er später gleichmäßig gebacken ist. Ja, und jetzt kommt er nur noch bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 10 bis 15 Minuten. Da müsst ihr einfach schauen, dass er nicht zu dunkel wird, in den vorgeheizten Backofen. In der Zwischenzeit lege ich mir ein Geschirrtuch zurecht und bestäube es mit Puderzucker, damit der Biskuit dran nicht kleben bleibt. Und dieser ist mittlerweile fertig gebacken. So, der Biskuit ist jetzt auch noch sehr heiß. Er kommt jetzt direkt aus dem Backofen. Ihr könnt außen am Backpapier greifen, dann verbrennt ihr euch nicht. Habe den Biskuit aufs Geschirrtuch gelegt und ziehe jetzt vorsichtig das Backpapier ab. Und anschließend rolle ich es mit dem Geschirrtuch ein. Und so geht die Wärme nochmal durch die Biskuitrolle. Das verhindert später, dass er trocken und rissig wird. So lasse ich den Biskuit ca. 30 Minuten ruhen, damit er vollständig abkühlen kann. Und das sind die Zutaten für die leckere Cappuccino-Füllung: 400 ml Sahne, 200 Gramm Frischkäse, 80 Gramm Cappuccino, 100 Gramm Zucker und 6 Teelöffel Sanapart. Zuerst verrühre ich den Frischkäse mit dem Zucker. Und nachdem sich die Zuckerkristalle vollständig aufgelöst haben, kommt der Cappuccino hinzu. Zwei Teelöffel Sanapart kommt jetzt schon in diese Creme und das restliche gleich in die Sahne. Ja, jetzt wird die Sahne aufgeschlagen mit 4 Teelöffel Sanapart. Und wenn sie richtig fest geworden ist, kann sie auch schon unter die Masse gehoben werden. Die Creme ist fertig, mein Biskuit ist auch mittlerweile ausgekühlt. Nun rolle ich ihn vorsichtig aus und kann ihn auch schon mit der Tortencreme bestreichen. An einer Seite lasse ich 2 bis 3 cm aus, damit ich später einen sauberen Abschluss habe. Nun fange ich von der Seite an, die ich komplett eingestrichen habe und rolle sie in sich. Ja, und so eingerollt lege ich sie für ca. 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank. Ihr könnt sie aber auch einen Tag vorher zubereiten und über Nacht im Kühlschrank liegen lassen. Das klappt auch super. Ja, die Kühlzeit ist jetzt um. Ich befreie sie jetzt aus dem Geschirrtuch.
Jetzt schneide ich noch den Anfang und das Ende ab, damit ich saubere Kanten habe. Und bestäube sie nur noch mit Puderzucker. Somit ist die Cappuccino-Biskuitrolle servierbereit. Und falls ihr die Biskuitrolle nachbacken solltet, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram Fotos zusenden. Das würde mich riesig freuen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.